Liebe Leute, willkommen zurück zu Miss Survival. Eine kleine Ankündigung habe ich vorweg, bevor wir hier gleich weitermachen. Und zwar, es ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, wir haben für euch ein wenig, der Papillon und ich, denn wir machen ja zusammen hier den Kanal Ernährung Green Monkeys, die Sendezeiten quasi ein wenig hoffentlich für euch optimiert, damit die Benachrichtigung auch länger auf euren Endgeräten wie Tablet oder Smartphone länger angezeigt wird. Und damit ihr keine Videos verpasst von uns, mal ein wenig verlängert. Das heißt, um 11 und 17 Uhr kommen jetzt derzeit, wenn an Tagen, wo zwei Videos kommen, ist 11 und 17 Uhr die Sendezeit. Und wenn an drei Videos am Tag kommen, kommt die 14 Uhr noch dazu, damit man dann auch nichts verpasst. Und bei Instagram sind wir jetzt auch neu, neongreenmonkeys-ngm und bei Facebook natürlich auch unter dem Namen neongreenmonkeys. Schaut mal rein, da verpasst ihr auch nichts, da gibt es dann immer, wenn die neuen Videos da sind und sowas. Also, das mal so ein bisschen Eigenwerbung. So, jetzt geht's aber hier weiter. Und zwar folgendes, ich habe rausgefunden, endlich, welche Sachen ich hier nutzen kann, um die Fenster sicher zu machen. Das sind die Teile hier. Das sind quasi... Jetzt habe ich es vergessen. Wo waren sie denn? Ah, hier. Die hier, die Livestock-Fenster. Die kann ich hier einbauen bei den Fenstern. Brauche natürlich zwei pro Fenster, logischerweise. Weil ja nur die eine so kurz ist, wie ihr hier seht. So, da habe ich gerade fröhlich durchgezählt und sage mir, juhu, ich brauche nur fünf, habe alles dafür gesammelt. Und dann sehe ich, tatarata, es gibt hier noch ein Fenster. Aber es ist nicht so schlimm. Wir sichern erstmal schnell die Fenster. Kannst auch gleich bauen. Wir haben ja alles da am Start. Wobei es gar nicht so leicht ist. Oder kann ich sie nur an einer Höhe einstellen? Das wäre natürlich nobel. Wie habe ich das denn hingekriegt? Habe ich jetzt auch die richtigen genommen? Doch, das waren noch die richtigen. Ja, die würde ich gerne bauen. Ah, eben gerade ging es. So. Das muss mal gucken, ob ich die oben drüber auch noch reinbauen muss. Hat das jetzt so funktioniert? Ja, so halbwegs. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner mehr rein. Oder ob ich ihn unten bauen muss. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es ausprobieren will, ehrlich gesagt. Okay, hier kann ich anscheinend nichts. Kann ich das hier nicht reinbauen? Das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ich dachte mir einfach, machst du da einfach rein, dann ist es erledigt. Oh, jetzt kommt nämlich schon der Mist. Ich würde sagen, wir testen das Ganze mal aus. Und hoffen, dass sie da nicht mehr reinkommen. Vielleicht reicht das ja schon so. Schnell hier noch ein... Hier kann ich aber auch nichts hinbauen, ne? So gar nicht. Okay, jetzt ist der Mist da. Ich verkrieche mich mal hier oben und hoffe einfach, dass... niemand reinkommt. Wir schlafen das mal weg und hoffen das einfach mal. Das ist aber nur ein Test mal. Weil ich wache ja eh auf. Da ist der Mist auch schon wieder durch. Okay, reingekommen ist jetzt keiner. Es kann natürlich auch Zufall sein, dass es so geklappt hat oder nicht.
Das werden wir wohl noch mal stärker austesten müssen. Weil hier hat es ja halbwegs geklappt. Hier auch. Hier ist jetzt gar nichts dran. Wenn ich baue ich da irgendwas und stelle da irgendwas zu und rein. Aber gut. Das war so mein Plan. Dann behalten wir das erstmal. Haben wir ja ein paar Sachen verbraucht. Ich wollte ja noch ein paar Sachen bauen auch. Lassen wir hier ein bisschen alles rüber. Wir haben schon mal 16 mehr Steine. 22. 20 Steine haben wir. So. Generator konnte ich jetzt noch nicht bauen, aber wir wollten ja Werkbänke. Die haben wir schon für einen Blacksmith. Achso. Oh, Nägel. Habe ich 30 Nägel zusammen? Nee, ne? 8 habe ich jetzt gerade. Schon mal einen Blacksmith bauen. Oder kann ich nämlich schon mal gucken, was ich brauche. Was braucht man denn für Nägel? Also, was brauchen wir jetzt für einen Blacksmith? Machen wir mal so hier. Destille brauche ich noch nicht. Repair Bench und so ein Kram gibt es eher später. Aber ich könnte den hier bauen. Ich könnte die Schmelze bauen. Das tue ich auch. Die baue ich aber nach draußen. Die baue ich hier dran. Dreh dich im Kreis. Dreh dich im Kreis. Ah, ist nicht ganz gerade, aber eine Stunde dauert das. Jetzt brauche ich was zu trinken. Sehr schön. Achso, ich weiß natürlich nicht, was ich hier reinschmeißen muss, um es zu schmelzen, ne? Welche? Ah, da muss ich wahrscheinlich irgendwie Erze für haben, nehme ich ganz stark an. Aber egal, wir haben sie schon mal stehen. Holz gibt es auch jede Menge. Ich brauche was zu trinken. Habe ich was im Inventar? Nö, natürlich nicht. Hier ist ja mein Water Barrel. Und das reicht schon. Ich was trinken. Sehr gut. So, was können wir denn noch? Oder was will ich denn noch bauen? Was können wir denn noch bauen? Wie gesagt, auf dem Generator will ich ja hinarbeiten, dass wir hier ne, die Sachen bekommen. Blacksmith, da fehlen mir jetzt natürlich die ganzen Steine. Genau, um den Rest zu bauen, brauche ich natürlich Kupfer und den ganzen Kram. Kühlschränke bringen mir auch noch nichts, weil ohne Generator kann ich das Ganze eh haken. Genau, Raw Metal brauche ich dafür. Das muss ich kriege ich wahrscheinlich irgendwo hier in der Gegend. Da muss ich nochmal gucken, wo ich das überhaupt herkriege. Ohne Strom geht die eh nicht. Das heißt, wir müssen Steine sammeln. Wir brauchen noch ein bisschen Holz, das ist kein Problem. Ich wollte ja nochmal bei Zäunen gucken. Das war's. Bei den Holzzäunen. Da brauche ich Nägel. Jede Menge Nägel. Okay. Oder halt Metal Scraps und Components. Damit könnte ich halt mit. Nee, es ist auch nur Metall Big Main Gate. Damit könnte ich mich also quasi ein bisschen einsperren. Das könnte ich ja mal hinten vors Fenster bauen, dann kommt da wenigstens keiner mehr rein. Oder das ganze Haus ein bisschen an. Da brauche ich natürlich einen Haufen Haufen Holz. Aber wenn ich hinten erstmal das eine Fenster damit abdecken kann, würde mir das ja reichen. So, wie spät haben wir es denn? 17 Uhr, ausgeschlafen sind wir. Hunger haben wir gleich ein bisschen. Apropos Hunger, ich habe ja nichts mehr. Ich habe alles aufgegessen, was ich hatte. Ich habe hier einen Teil, ein Gier, aber das reicht natürlich nicht, um irgendwas herzustellen. Das ist ein bisschen. Also ich könnte damit, glaube ich, einen Kühlschrank oder so herstellen, aber mir bringt es ja nichts. Oder den Generator, das bringt mir nichts ohne den Rest nicht. Also heißt es Steine sammeln, Steine sammeln, Steine sammeln. Das sind natürlich alle Sachen voll, ne? Was kostet denn nochmal so ein
Storage-Schrank hier. Die Components habe ich nicht in der Tasche. Da gönne ich mir noch mal welche. Dann gönne ich mir immer noch mal zwei von den So, und dann gönnen wir uns noch einen. Dafür dürfte es noch reichen, glaube ich. Jo, für einen reicht es dann auch nochmal. Dann müssen wir nochmal ans Sortieren gehen. Wir haben ja schon mal etliche Materialien verbraucht, das heißt, so schlimm ist es dann noch gar nicht mehr. Mal gucken, was wir dann kriegen. Pistole kann ich mir gleich einstecken, denn wir müssen gleich noch auf Bärenjagd gehen. Ich habe nichts mehr zu essen. Da wäre das ja nicht verkehrt, wenn wir da mal was hinkriegen. Wobei wahrscheinlich die Distille auch nicht verkehrt wäre, so bauen. Dann kann ich wahrscheinlich nämlich damit vermutlich mal Alkohol herstellen, was mir dann hilft, Verbände herzustellen. Nehme ich ganz stark an. Also, das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Und Wasser müsste ich auch mal wiederholen. So ein paar Sachen zu tun, so die so nebenbei laufen. Was brauche ich denn jetzt also? Für den Blacksmith 20 Steine, Components. Holz ist kein Problem, aber die Nägel ist das Problem. Und die Components könnten mir langsam auch ausgehen. Da müsst ihr aber noch mal eine Loot-Tour demnächst starten. Aber erstmal brauche ich was zu essen, sonst bringt mir die Looterei auch nichts. Wobei die... Okay, die Distille, die muss ich machen, ja. Wahrscheinlich mit dem Zucker und so könnte ich da was anstellen. Das muss ich aber noch mal alles rausfinden. Aber Metal Scraps hätten wir genug. Flaschen habe ich auch. Components ist ein Problem. Aber wir brauchen also ungefähr 30 Steine. Dann könnten wir die zwei Sachen mal in Angriff nehmen. Und ich muss den Bär jagen. Aber dafür brauche ich Munition für den Bär. Das ist nicht die Munition für den Bär. Das ist die Munition für den Bär. Das mache ich aber am nächsten Morgen. Irgendwo da geradeaus in dem Stück, wo die Straße, der Feldweg zur Straße geht, da läuft er rum. Jedenfalls da habe ich das letzte Mal gesehen. Ich wollte mal hinter das Haus gucken, als ich nämlich gerade rausgeguckt habe, habe ich gesehen, dass es hier noch ein paar Sachen gibt. Hier gibt es auch einen Stumpf, den hätte ich auch benutzen können, aber... So ist das. Ja, auf lange Sicht könnten wir uns hier wahrscheinlich mal... Oh, hier gibt es noch ein paar Sachen. Sehr gut. Noch gar nicht guckt ums Haus rum. Könnten wir uns hier mal hinten komplett einmauern mit dem Holzzeug. Wir haben natürlich eine Menge Nägel, aber wenn wir da genug Zeug zusammenlooten können, könnten wir wenigstens einmal eine grobe Runde ziehen hier. Wenigstens so weit, dass das Haus vielleicht geschützt ist. So ein bisschen die Garage hier, hier anschließend eine kleine Runde, dass man hier in Ruhe laufen kann. Mit großem Torraum im Auto reinfahren kann. Das heißt, hier vorne ein bisschen größer. Und dass so hier bis hierhin geschützt ist vielleicht. Das ist keine schlechte Idee. Ungefähr. Und vielleicht hier eine Wand vor oder hier auch eins vor, damit die hier nicht reinkommen. Und hinten... würde ich vielleicht hier eins vormachen, wenn das schon reicht. Und hier hinten so zumachen, dass man hier auch nicht mehr reinkommt. Dass man es dann relativ safe hat. Dass man dann auch mal im Mist draußen hier arbeiten kann und alles in Ruhe machen kann. Alles klar. Hier habe ich nichts mehr drin. Ich bin leer gelootet. 8 Schüsse habe ich im Magazin. Sehr gut. Ist jetzt kurz vor 8, 7 Grad, wird eh gleich kühl draußen. Hinten glaube ich war der See, ne? Dann gehen wir dann mal hin und holen uns mal Wasser. Hier hinten glaube ich müsste das raus sein. Wir haben ja noch ein bisschen was da, können wir mal was Neues schon mal anschmeißen. Aber erstmal brauche ich was zu essen, weil so viel, ich habe glaube ich überhaupt nichts mehr zu essen. Okay, Holz, jede Menge Holz, 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 Holz. Lagert hier noch ein Seil, das könnt ihr mal zusammenpacken.
Das sind ein paar Äste, aber ich glaube zu essen. Hier ist auch alles leer mittlerweile. Ich habe ja ordentlich was verbraucht. Ah doch. Konserven. Dann gönne ich mir nochmal was. Wir können auch unser Auto schon zusammenbauen, weil teilweise jedenfalls. Ich habe hier noch Motorreifen, alles Mögliche. Da hier gab es auch nochmal eine Axt. Eine frische. Ah, hier ist auch nochmal Steine. Sehr gut. Ich glaube, zwei hatte ich noch oder so. Hier ist auch nochmal Munition. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu essen. Habe ich dann noch gerade 3-4 Teile gefunden. Und hier ist noch eine Flasche Wasser zu trinken. Das geht ja. Ist ja doch gar, ich bin ja doch gar nicht so schlecht dran, wie ich dachte. Hier sind die zwei Flaschen. Die kann ich jetzt ja mitnehmen. Ich weiß ja, wofür ich es jetzt brauche. Ein bisschen Metal Scraps, Holz. Ja, da muss ich mal alles einrichten, wie ich das gerne hätte. Und dann passt das, denke ich mal. Für einen zweiten Bogen. Die zwei Sachen habe ich hier schon mal rein. Oh, die muss ich auch bald mal verbrauchen. Sonst ist der Dings weg. 4 Seile und 8 Sticks. Lass uns das mal... Doch, ins Inventar muss ich es ziehen, ne? 4 Seile und 8 Sticks brauche ich. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Hier haben wir ein Seil. Wir haben schon 10 Steine, sehe ich gerade. Und wo waren noch welche drinne? Hier sind keine Seile gewesen, aber Components brauche ich. Vielleicht können wir unsere Distille da schon bauen. Überraschenderweise habe ich das gerade nämlich rausgefunden. Dass ich vielleicht auch schon alles für die Distille da habe. Aber ich hatte doch noch Seile. Oder täuscht mich das jetzt? Und die Steine sollte ich vielleicht auch mal mitnehmen. Hier kann ich auch was essen. Kartoffeln. Sehr gut. Kannst du mal austrinken, die Flasche hier. Ist die schon mal leer? Nicht ganz. Hier waren noch Seile. Wenigstens 3 habe ich insgesamt. Okay. Hier sind noch 8. Nee, das habe ich hier reingeschmissen. Hier sind noch 8 Nägel, aber die habe ich ja, glaube ich, hier reingeschmissen. Das hätten wir. So, wo war denn die Distille? Hier, ne? Nee. Hier war die Distille. Nein, hier war die Distille. Da. 2 Flaschen. Components würden fehlen und Metal Scraps. Und ein Hammer. Hammer ist kein Problem. Metal Scraps ist kein Problem. Da waren die Steine. Nägel. Metal Scraps. 5. Da brauche ich noch ein paar mehr, ne? Ah, hier haben wir noch Seile. Sehr gut. Und hier haben wir noch Metal Scraps. Components waren das noch, die ich brauche. Und hier haben wir sogar Sticks. Ich kann sogar den Bogen bauen. Das mache ich nochmal fix. Aber Components sieht es ein bisschen mau aus. Ehrlich, hatte ich nicht wirklich keine mehr gehabt? Was? Ich habe doch gerade so viel... Ah, nee, die habe ich alle verbraucht, ne? Für den Bau hiervon. Für die... Nee, ich glaube, ich habe echt keine Components mehr. Doch hier. 16, ich glaube, ich brauche 20. Ah, 4, das würde gerade so reichen. So, erstmal den Bogen, den zweiten, den neuen. Den würde ich jetzt bauen, ehe mir das Zeug hier vergammelt. Ah, perfekt. Jetzt wird die halbe Nacht hier sich um die Ohren geschlagen mit Arbeit. So, dann haben wir fertig gebaut. Und die Distille können wir jetzt bauen. Sehr gut. Das machen wir auch. Ein bisschen in die Ecke gebaut wird die ganze. Hier beim Arbeiten, dass ich auch über einen Alkohol habe. Kann man auch nochmal bauen.
Oh, das habe ich durch die Kartoffeln habe ich mich ein bisschen vergiftet. Okay, und mit 10 Litern frischem Wasser wahrscheinlich, oder ist egal welchem Wasser. Muss ich mal gucken, ob es egal ist, mit welchem Wasser oder welchem anderen. Flaschen habe ich welche, das ist gut. Und Zucker habe ich auch. Kann ich wenigstens Alkohol herstellen. Das ist gut. Ich will jetzt gucken, ob ich das nicht frische Wasser nehmen kann. Wäre natürlich einfacher. Gucke ich mir mal an. Kann da schon wieder die Flasche austrinken. Ja, sehr gut, ich kann jetzt dementsprechend, weil hier, da, hier, so viel drin ist, kann ich 5 Flaschen voll holen. Das kippe ich gleich erstmal wieder zurück in den Container. Gehe ich dann erstmal los. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich noch Medikamente habe. Füllen wir da erstmal wieder rein, weil 10 Liter hätte ich hier, aber du brauchst auch 10 Liter, wie es aussieht. Kostet schon eine Menge, aber dann könnte ich mir wenigstens Verbände herstellen. Das wäre auf Dauer, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Gut, dann war es das erstmal für die Folge. Ich hau mir nochmal ein bisschen aufs Ohr und schlaf bis zum nächsten Morgen. Also ich höre nicht mehr so lange, bis es wieder hell wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.